Wir danken dem Präsidium sehr herzlich, dass es uns die Möglichkeit gibt, von zwei Weltereignissen zu berichten, die geschehen sind, nämlich die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen. Ich hatte darüber letztes Jahr im Sohnbericht kurz auch was erzählt. Und wir haben gesagt, wir machen eine Reise von Karlsruhe nach Krakau, denn in diesem Jahr hat im September in Krakau die 13. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes stattgefunden. Das passiert immer alle 5, 6, 7 Jahre, je nachdem welcher Bund. Und wir dachten, wir singen mit Ihnen die beiden Hymnen und Sie hören etwas zu dieser, gerade von Krakau, also kurz was zu Karlsruhe nochmal und eine Menge zu Krakau, um Sie ein Stück mitzunehmen, weil wir sind Mitglied beim Ökumenischen Rat der Kirchen. Das ist der Zusammenschluss von ganz vielen Kirchen auf der Welt. Der Sitz ist in Genf. Und wir sind, damit die Deutschen nicht dominieren, sozusagen als EKD dort Mitglied. Und Judith und ich, wir waren da. Und Judith war auch jahrelang Weltkirchenrätin. Ja, also hat im Staff des ÖRK mitgearbeitet. Und das Gleiche gilt für Julia Brabant. Halt, falsche Seite. Julia Brabant, die jahrelang im Staff des Lutherischen Weltbundes mitgearbeitet hat. Und eigentlich sollte heute noch Frau Fellmann kommen, weil wir unter drei Weltkirchenrätinnen wollten was nicht machen. Aber sie ist leider erkrankt und lässt herzlich grüßen. Die ist jetzt aktuell, also sozusagen in dem gleichen, wo Judith vorher war, ist sie jetzt aktiv. Lasst uns singen die Hymne. Es ging ja im Ökumenischen Rat der Kirchen, ging es um das Thema der Liebe, also eine Ökumene des Herzens der Liebe. Die Liebe vereint und heilt und hier oben steht's, bewegt, versöhnt und eint die Welt. Das war das Thema. Und die Hymne ist von Gerardo Obermann. Und wir singen mal, versuchen mal das in Spanisch und dann in Deutsch. Ja? Zwei Strophen. Alle sind bereit? So. Kann das jemand? Ah, ich hab's gar nicht. El amore, el amore Cristo il val mondo, a lei con così le scena l'andil dat. El amore tambien la separanza, una nuev conscienza escos la paz. Jetzt kommt ein Text, den können Sie alle. Pa 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 ra, pa 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 ra ra, pa 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 ra pa, pa ra pa ra pa, pa 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 ra pa. Ungefähr so. Pa pa ra pa pa, 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 pa pa ra pa pa. Christi Liebe bewegt unsere Erde zur Einheit, Versöhnung, zur Heilung der Welt. Diese Liebe ist auch unsere Hoffnung, unser neues Lied, das uns zum Frieden gibt. Papa ra papa, 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 papa ra. Das müssen Sie sich in Karlsruhe in einem ganz herrlichen Zelt vorstellen und mit viel Stimmung. Jetzt spricht Weltkirchenrätin Judith Königsdorfer. Adi. Adi. Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt. Unter diesem Motto kam im vergangenen Jahr der Weltkirchenrat, auch Ökumenischer Rat der Kirchen genannt, in Karlsruhe zusammen. Mein Name ist Judith Königsdörfer, ich bin Referentin für Partnerschaftsarbeit und ökumenisches Lernen am Lothar-Kreislich-Ökumene-Zentrum der Landeskirche und ich war von 2013 bis zur Vollversammlung im vergangenen Jahr EKD-Delegierte im Zentralausschuss des Weltkirchenrates. Die Menschen, die während einer Zentralausschusssitzung oder einer Vollversammlung zusammenkommen,
stammen aus der ganzen Welt. Es ist ein Fest der Begegnung und des Glaubens. Kein anderes globales Kirchenbündnis fasst so viele verschiedene Konfessionen zusammen. Und natürlich darf auch das Feiern nicht fehlen, am besten in lebendigen Gottesdiensten und Gebeten, wie Sie hier auf diesem schwungvollen Bild sehen können. Ein Blick ins Plenum. Abgestimmt wird im Konsensverfahren, bei dem ein großes Gewicht auf die Stimme der Minderheiten gelegt wird und diese nicht einfach in der Mehrheit verschwinden. Sie sehen das hier an den roten Karten, die Zustimmung äußern. Blaue Karten zeigen Dissens an. In der Diskussion auf dem Weg zu einer Kirche des gerechten Friedens in der EKM wird dieses Abstimmungsverfahren als Möglichkeit der Meinungserfassung ebenfalls in Erwägung gezogen. Auf dem zweiten Bild sehen Sie Delegierte im Gebet. Geistliches Leben setzt den Rahmen für alle Aktivitäten und Beratungen. Gemeinsam auf dem Weg sein. Pilgerweg der Gerechtigkeit, Versöhnung und Einheit. Unter dieses Motto wird der Weltkirchenrat in den kommenden Jahren seine Arbeit stellen. Der Begriff Synode bedeutet ja, gemeinsam miteinander einen Weg finden. Das gilt auch für den Weltkirchenrat, der sich oft als einzige internationale Organisation für Menschenrechte und Frieden einsetzt. Zudem sind wir hier in der EKM mit all unseren internationalen Kirchenpartnerschaften im Weltkirchenrat verbunden. Und wir haben das Glück, dass wieder eine Person aus der EKM im Zentralausschuss vertreten ist, Pfarrerin Lydia Fellmann, ganz rechts oben auf dem Bild zu sehen, die eben leider erkrankt ist, aber Sie alle herzlich grüßen lässt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns ein gesegnetes Unterwegssein auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit, Versöhnung und Einheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Übergang ist das Lied. Ja. So, jetzt geht's weiter mit der Hymne aus Krakau auf der anderen Seite. Wir waren im September in Krakau. Wiederum sind wir beim Lutherischen Weltbund selber als Landeskirche, als lutherische Kirche Mitglied und waren mit 4 Delegierten da, von denen heute 2 hier sind, nämlich Frauke. Was nicht die Frauke Wurzbacher-Müller und ich und Frau Fieck war noch dabei und Charlotte Frank, die jetzt gerade in England ist. Wir 4 waren die Delegierten der EKM und man merkt einen Riesenunterschied, weil das eine ist sozusagen ein Zusammenschluss, der miteinander unterwegs ist, aber sehr unterschiedlicher, auch geistlich geprägter Menschen, während beim Lutherischen Weltbund wirklich lauter lutherische Christen zusammenkommen. Und wenn sie dann natürlich aus Mitteldeutschland sagen, ich komme als Delegierte aus dem Land, wo alle Lutherstädten sind, dann wollen alle mit ihnen Selfie machen. Man ist eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs, fotografiert zu werden. Aber spannende Debatten, weil man auch merkt, wie Luthertum, wie unterschiedlich und kulturell geprägt das natürlich aussieht. Die Hymne ist die, die wir jetzt mal probieren zu singen. Kriegen wir das hin? Broken body, healed by love.
closet arm. Even through, we walk through dark and valleys, he will lead and show the way. Sharing bread and wine around the table, taste and see. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, das Motto der 13. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. Und ich durfte als Delegierte der EKM dorthin fahren. Ich bin Frauke Wurzbacher-Müller, Pfarrerin in Gotha und Vorsitzende der Kommission, ja, der Kammer für Ökumene und Weltanschauung der EKM. Das Motto: Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung hat natürlich die ganze Vollversammlung durchzogen. Eins sein in Vielfalt. In der Botschaft, die wir verabschiedet haben, heißt es in der Einleitung: Gemeinsam bekräftigen wir, dass wir eins sind im Leib Christi, zugerüstet durch den einen Geist und berufen, die eine Hoffnung des auferstandenen Christus zu verkündigen. Dies hat sich für mich gezeigt in diesem Bild, das ist von der Abschlussandacht der Frauenvorversammlung. Wir standen um diese Weltkugel rundherum. Die Welt verbunden durch den Faden oder die Kordel. Und am Rand waren viele, viele kleine Kreuze. Unsere Kreuze. Die Kreuze der Welt. Leiden, Wunden, Schmerzen. Wir sind dann hingegangen, einzeln, haben jeder uns ein Kreuz genommen und haben eine kleine Kerze an die Stelle gesetzt, ein kleines Licht angezündet, ein Funke Hoffnung, weltweit oder ganz nah und miteinander geteilt. Eins sein in Vielfalt, alle miteinander, so waren wir zusammen. Das war dann die Vollversammlung, der Plenarsaal sozusagen im Kongresszentrum von Krakau. Da standen wir alle, die Delegierten, die Gäste, die Besucher. Alle und auch einzeln als Gruppe der EKM. Dort sehen Sie Frau Fieck, Charlotte Frank, den Bischof und mich. Ein Leib. In der Botschaft der Vollversammlung heißt es weiter: Doch wir leben, so wie wir es gerade auch gesungen haben, in einer gespaltenen Welt, in der die einzelnen Glieder der Schöpfung leiden. Thomas Hallig hat in seiner Keynote zur Vollversammlung gesagt, dass die Wunden der Welt eben auch die Wunden Christi sind. Und sie begegnen uns. Christus, der Verwundete, der Auferstandene mit seinen Wunden, begegnet uns in den Wunden der Welt. Er hat uns aufgerufen, diese Wunden ernst zu nehmen, nach draußen zu gehen, eben hin zu den Wunden außerhalb und natürlich auch innerhalb, aber auch außerhalb des kirchlichen Bereiches. Die Botschaft nimmt diese Wunden auf und benennt sie. Die Wunden an der Schöpfung, die Wunden an den vielen Kriegen und Konflikten, die Wunden auf den Kontinenten und an allen Ländern und ruft auf zu Gender- und Generationengerechtigkeit. Ein Zeichen dafür war auch am Donnerstag die Beteiligung vieler Teilnehmenden an der Aktion Thursday in Black des ÖRK, dem sich angeschlossen zu haben. Am Donnerstag schwarz zu tragen, als Zeichen, sich zu stellen gegen sexualisierte Gewalt.
ein Geist. Gottes Geist möchte uns bewegen und Kraft geben, so heißt es in der Botschaft, die wir verabschiedet haben. Wir nahmen die Verheißung, dass uns der Geist Gottes erneuert und versöhnt hat, uns bewegt und dazu angeregt, die bereits vorhandene Verbundenheit mit Gott praktisch zu leben und in enger Verbundenheit miteinander. Und dies umso mehr, als wir feststellen, dass wir in einer Welt zunehmender Polarisierung und irreführender Theologien leben. Diese Feststellung, die ist auch formuliert aus dem nachdenklichen Gang bei dem Besuch an Auschwitz, den wir an diesem Tag, der unter dem Stichwort ein Geist stand, hatten. Auschwitz, die Ermordung von Millionen von Menschen, der Versuch, ein ganzes Volk auszulöschen. Grausamkeit, Gewalt gegenüber Menschen. All dies war möglich durch die Polarisierung und irreführenden Theologien. Und wir hier in der EKM wissen das in unserem Erinnern an die Geschichte des Entjudungsinstituts. Nachdenklich hat der Besuch in Auschwitz gemacht. Und so heißt es in der Botschaft, wir gingen durch die Lager von Auschwitz-Birkenau. Sie wurden transportiert wie Vieh und in den Tod geschickt. Wir gingen dorthin, um der Wahrheit ins Auge zu sehen. Sie wurden belogen, erniedrigt und ermordet. Wir beweinten sie. Auf unserem Gang durch Auschwitz-Birkenau gedachten auch andere Orte unsäglichen Übels. Wir besinnen uns darauf, dass es nur eine Menschheit gibt, dass alle Menschen dieselbe gottgegebene Würde haben. Wir geloben, niemals wieder gleichgültig zu sein. Wir geloben, Widerstand zu leisten gegen Hetze, Lügen und Gräueltaten. Wir beten nie wieder. Und es war am Tag danach, am 16. September, es war Samstag und es war Rosh Hashanah. Und Marian Turski betrat das Podium. Er wurde 1926 geboren, im August 1944 nach Auschwitz deportiert, musste im Januar 1945 auf den Todesmarsch über Buchenwald nach Theresienstadt. Er überlebte und er erinnert, er mahnt und er lehrt in beeindruckender Weise und ist heute Vorsitzender des Internationalen Auschwitz-Komitees. In seiner Ansprache an die Vollversammlung sagte er, dass der Antisemitismus ein Produkt des christlichen Europas sei, aber der Stachel des Hasses auf der ganzen Welt zu finden ist. Er mahnte die Vollversammlung, dass religiöse Führungspersönlichkeiten eine besondere Rolle bei der Überwindung von Angst und Fremdenhass haben. Er schloss seinen Vortrag mit dem Wunsch nach Frieden. Frieden für die Ukraine, auf dass sie keine weiteren Angriffe mehr erleben muss. Frieden für Europa und Frieden für die ganze Welt. Und für uns wurde noch deutlicher, nie wieder ist jetzt. Eine Hoffnung. Beeindruckt hat alle der Vortrag der ehemaligen Bischöfin Dr. Antje Jeckelen, die über die Hoffnung gesprochen hat. Das, was ich jetzt zeige, ist die PowerPoint von Helga Fieck, die die geschickt hat, und ich lese mit. Panik. In Extremsituationen verlangt die Hoffnung angesichts des Abgrunds, der sich vor unseren Füßen auftut, den Sprung des Glaubens und der Liebe zu wagen. Sie hat 5 giftige Ps benannt, die in der aktuellen Polykrise fest auszumachen sind. Das eine ist die Polarisierung, der Populismus, der Protektionismus, das Postfaktische und das Patriarchat.
Dann hat sie ausgeführt, was Hoffnung nicht ist, was wir häufig vielleicht verwechseln mit Hoffnung. Hoffnung ist nicht purer Optimismus, ist nicht Stoizismus. Hoffnung ist auch nicht Apathie, kein Fatalismus und Hoffnung ist nicht gleichzusetzen mit Utopie. Aber, duum spiro spereo, solange ich atme, hoffe ich. Hoffnung ist ein Geschenk wie Glaube und Liebe. Und gleichzeitig ist Hoffnung eine Wahl, die du triffst, wie eine Tugend. Und Tugenden sind wie Muskeln, man muss sie trainieren, damit sie etwas bewirken. Eine Hoffnung hat, das ist, denke ich, auch, das hilft beim Unterscheiden zu dem, was sie vorher benannt hatte, als was Hoffnung nicht ist, drei Elemente. Zu Deutsch Wut über alle Kräfte, die dem Wahren, dem Guten, dem Schönen widersprechen. Demut und Bescheidenheit, mit unseren Kräften und Schwächen weise umzugehen. Mut, in den meisten Situationen haben wir trotz allem eine Wahl und wir können den mutigen Weg wählen. Alle Menschen des Glaubens, als Menschen des Glaubens können wir uns immer entscheiden, auf der Seite des Muts zu stehen. Ungeduldig in Hoffnung. Sie haben es gerade schon gehört. Charlotte Frank ist zum Auslandssemester in England und sie hat uns eine Videobotschaft geschickt, um die Jugendperspektive auch mit drin zu haben. Denn, und das habe ich schon ganz häufig erwähnt und möchte es auch nochmal unterstreichen, dass der Lutherische Weltbund seit 1984 20% Jugendbeteiligung in allen Gremien hat. Und sie wird auch gleich noch was dazu sagen. Also wir hören sie einfach mal selbst. Liebe Landessynode, herzliche Grüße aus England. Ich befinde mich hier in meinem Auslandssemester, wollte es mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, von der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes zu berichten, auf der ich dankenswerterweise als Jugenddelegierte der EKM sein durfte. Ich versuche es kurz zu halten und nur die Perspektive der Jugend wiederzuspiegeln. Für die anderen Perspektiven sind ja meine Mitdelegierten vor Ort. Wir als Jugend haben uns zusammen auf drei Prioritäten geeinigt, die wir gerne umgesetzt sehen würden. Diese sind inklusive Kirchen, also wie machen wir Kirchen zugänglicher für Menschen aller Herkünfte, eventueller Behinderungen und Hintergründe, aber auch für Menschen, die die theologische Sprache teilweise noch nicht gewohnt sind. Die zweite Priorität ist Führungsverantwortung für Jugendliche und generationsübergreifende Gerechtigkeit. Wir als Jugend wünschen uns, mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen, nicht nur Teil der Gremien zu sein oder gefragt zu werden in Prozessen, sondern auch in wichtigen Entscheidungsprozessen stimmberechtigt mit am Tisch zu sitzen. Wir wünschen uns aber auch gleichzeitig eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Generationen und haben deswegen auch als Lutherischer Weltbund für die Erstellung einer Intergenerational Justice Policy gestimmt, also einer Policy über generationsübergreifende Gerechtigkeit. Der dritte Punkt sind nachhaltige Gemeinden und Unternehmergeist. Und hier geht es darum, wie wir als Jugend besser vernetzt werden können und Werkzeuge in die Hand bekommen können, um zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Aber auch, wie können wir den Klimawandel bekämpfen? Dazu haben wir auch einen Klimastreik geleitet. Wir sind durch das Gebäude der Vollversammlung marschiert, haben protestiert, zusammen mit den Delegierten aus allen Landeskirchen, aus allen Generationen und uns dafür eingesetzt, dass der Lutherische Weltbund mehr Klimagerechtigkeit in ihre Entscheidungen mit einbezieht.
Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir die erneute Bestätigung der Jugendquote beschlossen haben. Was bedeutet, dass wir möchten, dass diese Quote, die im Lutherischen Weltbund bei 20% liegt, in den einzelnen Landeskirchen besser eingesetzt wird. Wir sind seit dem Frühjahr bei 10% und trotzdem muss es da ja noch nicht zu Ende sein. Ich ermutige Sie, sich immer umzugucken, nicht nur in der Landessynode, in den Kreissynoden, in den Kirchenräten und zu gucken, wo kann man Jugend vielleicht noch integrieren oder um ihre Meinung fragen. Ich wünsche weiterhin ein gutes Tagen und hoffe, im Frühjahr wieder dabei sein zu können. Sie werden nachher zum Nachlesen auf Ihren Plätzen die Nachlese der Vollversammlung finden. Und wir kommen gerne zu Ihnen in die Kirchenkreise, in die Gemeinden, um von der Vollversammlung und der eigentlichen Arbeit, der Weltdienstarbeit des Lutherischen Weltbundes zu berichten. Außerdem laden wir sehr herzlich zur Fachtagung am 26. Januar nach Halle ein, Leipzig ein, zusammen mit den sächsischen Delegierten. Und wir hoffen, dass die Synode Impulse der Vollversammlung aufnimmt, wie mehr generationenübergreifende Gerechtigkeit, sinnstiftende Teilhabe junger Menschen in allen Bereichen kirchlichen Lebens, die selbstverständliche Herzensangelegenheit der Kirche, diakonische und ökumenische Arbeit, die Stärkung der Geschlechtergerechtigkeit und der verstärkte Einsatz für Frieden in der Welt zwischen Völkern, Ländern und mit der gesamten Schöpfung. Und wie geht es weiter? 2030 findet die nächste Vollversammlung statt. Wo ist noch nicht klar? Die Bayern haben sich schon angeboten, denn 2030 feiern wir 500 Jahre Confessio Augustana. Im Blick auf dieses Ereignis bekräftigt die Vollversammlung das ökumenische Potenzial des Glaubensbekenntnisses, das ein Plädoyer für die Einheit ist und den Leib Christi, die Kirche, zusammenhalten soll. Vielen Dank.